Schwester. Wir basteln heute zusammen diese kleine Geburtstagskarte. Die lässt sich einfach aufhalten und auf die Unterseite kann man dann noch seine persönlichen Wünsche schreiben. Um diese kleine nette Karte zu basteln, brauchen wir heute dieses Set Fabelhaft. Das ist aus dem Frühjahrskatalog und aus der Celebration das Set So gut wie perfekt. Beides Geburtstagsstempel. Dann brauchen wir heute ein paar verschiedene Farben. Einmal Amethyst als Stempelkissen, Heideblüte, Brombeermus und Sahara-Sand. Ja, diese abgestimmten Brombeer-Lila-Töne. Und wir brauchen das Designerpapier aus der Celebration. Ombre heißt das. Beides auch in den Brombeertönen. Genau, dann brauchen wir zwei Blatt weißes Papier. Schere, Kleber, heute auch das Envelope Punchboard. So schaut es aus. Ich zeige gleich, wie es geht. Wir fangen an mit dem weißen Papier und schneiden die Grundkarte. Dafür brauchen wir den Papierschneider. Die Grundkarte ist 15 x 15 cm groß. Schneiden wir zuerst zu. 15 mal 15. Ja, das wäre diese hier. Dann brauchen wir noch aus dem Rest zwei Quadrate 7 mal 7 cm. Das sind die inneren, die später bestempelt werden. 7 mal 7. Die beiden. Und aus dem zweiten Blatt den weißen langen Streifen. Der ist 8,5 cm breit. Einmal in der Länge abschneiden. Und den falzen wir jetzt gleich bei 8,5, bei 17 und wir schneiden ihn ab bei 25,5 cm. Dieser wird dann in diesem Zickzack gefalten. So schaut es aus. Genau. Das legen wir uns mal beiseite, brauchen wir später. Die bedruckten Designerpapiere schneiden wir uns einen Streifen ab bei 3 Inch, genau die Hälfte. Den habe ich schon geschnitten. Den teilen wir auch nochmal bei 3 Inch. Genau. So. Erstmal das, dann darf das Schneidbrett erstmal zur Seite. Brauchen wir später nochmal für den Streifen. Jetzt zuerst die Grundkarte. Dafür nehmen wir diesen Falzbein raus an unserem Punchboard. Ein bisschen Platz. Und wir brauchen jetzt genau die Mitte. Ja, hier stehen die Zentimeterzahlen bei 7,5. Einmal drücken und einmal die Falz nachfahren. Dann wird das Blatt gedreht, wieder bei 7,5 cm. Die Falz liegt genau an dieser Markierung. Drücken und falzen. Wieder drehen, wieder bei 7,5. Drücken, falzen und noch einmal 7,5. Drücken und falzen. Genau. So, das können wir aufräumen. Unser Rest, unsere Grundkarte. So, das sind die Kanten. Genau, da wird dann die Karte eingeklebt. Die wird jetzt noch bestempelt. Dafür benutze ich jetzt doch mal eine Papierunterlage. Und wir fangen an mit den schönen Brombeertönen. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit dem hellsten an. So, dafür habe ich den Stern. Sieht man das? Ja.
Genau. Erstmal die Rückseite. Schön verteilt. Und immer noch Lücken lassen, dass wir noch die anderen Farben dazwischen bekommen. So, hier ist ein bisschen Rand drauf. Das ist nicht so schön. Zum Verstecken. Und innen auch. Hier die Seite wird beklebt. Die Mitte, da braucht es jetzt nicht so viele Sterne, nur an den Rändern. So, genau, das war jetzt Heideblüte. Den Stempel kurz sauber machen. So, dann machen wir weiter mit Amethyst. Aufklappen, reinschieben. Das ist schon ein bisschen dunkler. Ja, sieht man auch. Auf der Rückseite nochmal. Die können wir, kann komplett bestempelt werden. So, wieder Stempel sauber machen. Das können wir eigentlich schließen. Jetzt der ganz dunkle Brombeermus. Das ist noch ein altes Stempelkissen. Von der ganz dunklen Farbe nur einzelne als Highlight dazwischen. Auf allen Seiten nochmal sauber machen. Und als Kontrast für dieses Brombeermus mache ich jetzt noch einzelne Sterne mit Saharasand. Saharasand ist auch so ein schönes, eine schöne kühle Farbe. Die passt wirklich sehr gut zu dem lila-violett. Und diese Sterne einfach hier nochmal in die Zwischenstücke, nur ganz einzeln. Einfach nach Lust und Laune verteilen, am Rand, in der Mitte, die Spitzen vielleicht, das kommt bestimmt ganz gut. Genau, so sieht es dann aus. Dann sind wir jetzt erstmal fertig mit dem Stern. Der kann beiseite. Als nächsten Schritt wird die, das mal weg, dass man das besser erkennen kann. So, unsere Unterlage, die Grundkarte, kleben wir jetzt hier oben mittig ein. Einmal mit Leim bestreichen. So, und jetzt passiert mir das. Ihr seht hier einmal in der Mitte. Ankleben. Ja, so sieht es aus. Und jetzt kommt hier oben diese Blasen, das Designerpapier. Als Zwischenlage, auch wieder mittig, ungefähr gleich wie Abstand zum Rand. Genau hier in der Mitte wechseln wir, da kommt das unifarbene Papier, damit es alles nicht zu bunt wird, weil die Blasen und Muster schon sehr, sehr viel Muster. Unifarben, auch schön in die Mitte, genau. Und hier unten im letzten nochmal die schönen Blubberblasen.
Ja, ups, mir ist es verrutscht. Jetzt mal schnell abziehen. Wenn es erstmal festgeklebt ist, dann klebt es. So, schaut es aus. Genau. Wunderbar. Jetzt bestempeln wir noch unsere Innenkarten. Lieber nochmal Papier nehmen. So, die zwei weißen Quadrate werden jetzt bestempelt. Einmal mit dem Hip Hip Hurra Stempel und einmal Alles Liebe. Wir machen erstmal den großen. Und zwar nehmen wir dafür wieder die dunkelste Farbe, das Brombeermus. Zuerst den großen. Jetzt müssen wir ein bisschen zielen. Möglichst mittig. Jawohl. So. Und bei dem das Alles Gute im obersten Viertel. Genau. Darunter kommt nämlich noch die kleinen Kerzen, die aus dem Celebration Set, da sind sie, und der kleine Luftballon. Dafür nehmen wir das hellste, die Heideblüte. Die Kerzen darunter in die Mitte. Und wenn ihr wollt, noch ein paar Luftballons dazu. So. Wunderbar. Das wären jetzt die beiden. Und aus dem Reststück, jetzt muss ich mal schauen, ob das groß genug ist. Genau, dann brauchen wir nämlich diese Sprechblase. Das passt. Für die Sprechblase benutzen wir Sahara-Sand. So, gut einfärben. Und abstempeln. Ja, das funktioniert doch sehr gut. Genau, jetzt fehlt hier noch unser letzter Spruch für die Innenkarte. Die Sprüche nehmen wir wieder das Brombeermus. Das lässt sich sehr gut lesen. Ist schön dunkel. Und zwar... Du bist fabelhaft, das passt perfekt. Einfach mit dich rein. Super. Sehr schön. Ein ganz klein bisschen Handarbeit. Diese kleine Blase muss man allerdings per Hand ausschneiden. Die Sprechblase, aber das geht ja relativ schnell. So kompliziert ist die Form ja nicht. Da sitzt sie außen so einen kleinen weißen Rand. So, genau. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann brauchen wir unser Kartengrundgerüst. Alles Liebe kleben wir ganz oben auf. Wieder mittig. Genau. Dann Hip Hip Hurra kommt in die Mitte. So, und um die Sprechblase ein bisschen abzuheben, klebe ich die mit dem Dimensionals, also den Abstandshaltern, auf und ein bisschen schräg, damit es ein bisschen dynamischer ausschaut. Na, jetzt will ich. Die kleben ja doppelseitig. So, und wenn man das zusammenfaltet, begrüßt er dann gleich die Sprechblase als erstes. So wird sie einfach zusammengefaltet. Jetzt kommt noch die Banderole. Die machen wir aus unserem Streifen mit dem Verlaufspapier. Den können wir, der
ist jetzt 3 Inch, einfach die Hälfte, also 1,5. Ups. So, da machen wir gar nichts weiter abmessen. Wichtig ist jetzt nur beim drauf oder zusammenkleben, dass man den, das 1, 2, 3. So. Also wichtig ist beim Umbinden des Streifens oder zusammenkleben, das schon auf der Karte abzumessen, weil hier oft das Problem aufkommt, dass der Streifen zu straff sitzt. Also ruhig 1-2 mm hier am Rand. Sieht man das hier? Luft lassen. Genau, und dann kann man den anderen Streifen hier direkt auf die Rückseite kleben und abschneiden. Sonst ist der Streifen so eng, dass er weder drauf noch runter kommt von der Karte. So, also hier das Gegenstück anpassen. Und genauso auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt am besten auch nochmal mit Anprobe. So. Genau. Prima. Jetzt kommen unsere schönen Herzstanzen zum Einsatz. Kann man natürlich auch was anderes benutzen, aber die Herzstanzen sind sehr schön dafür geeignet. Habe ich, glaube ich, am Anfang vergessen zu erwähnen, aber war euch bestimmt gleich klar, als ihr die Karte gesehen habt. Genau, das wellige Herz als Untergrund und hier schön als Kontrast zu den einfarbigen oder Verlaufsstreifen diese Bläschen. Und dafür nehmen wir jetzt diesen schönen Geburtstag. Mal kurz hier tauschen. So, und wieder mit dem Brombeermus auf unserem Reststreifen. Mit dem Herz, mit der glatten Rand. Dafür halte ich die Stanze, machen ja viele, dann in dem Fall so rum. Wenn die Stanze nicht so viele filigrane Teile hat, kann man sie auch prima so bedienen. Die großen Stanzen mit den filigranen Teilen sollte man wirklich auf den Tisch stellen, weil die sich sonst im Papier verheddern. Und dafür nehme ich wieder die Abstandshalter. Für das Herz reicht auch einer. So. Und das kommt hier in die Mitte auf unseren Streifen. Prima. So ein bisschen Ordnung schaffen hier. Zack, zack. Und dann ganz kurz antrocknen lassen und fertig ist unsere Karte. Also so sieht sie offen aus und so geschlossen. Geht natürlich auch in vielen anderen Farbkombinationen. Das wäre hier die Brombeer-Version. Dann viel Spaß beim Nachbasteln wünsche ich euch. Tschüss!